Derbyzeit im DWL-Halbfinale. Nachdem der Rekordmeister aus Spandau bereits das Auftaktspiel der Best-of-Five-Serie beim OSC Potsdam für sich entschieden hat, sind die Wasserballer aus der Nachbarstadt jetzt zu Gast in der Schwimmhalle Schöneberg. Einer, der auf Seiten der Wasserfreunde in Potsdam glänzen konnte, ist der Jungnationalspieler Lukas Küpper. Für den Ex-Potsdamer ist es ein ganz besonderes Spiel gegen seine ehemaligen Kollegen. Also sicherlich habe ich es leichter, mich gegen meine Ex-Mannschaft zu motivieren. Man möchte sich natürlich unter Beweis stellen, ihnen zeigen, was man gelernt hat. Und sonst würde ich denken, dass es gerade für die Jungspieler sowieso leichter ist, sich zu motivieren, weil es eben Spielzeit gibt, wenn das Ergebnis deutlicher ausfällt. Ein deutlicher Sieg soll also her gegen die Gäste aus Potsdam. Und zunächst sieht auch alles danach aus. Erwartungsgemäß dominieren die Wasserfreunde die ersten beiden Spielabschnitte. 12:2 der Halbzeitstand. Doch die Potsdamer geben sich nicht so leicht geschlagen, kämpfen sich nach dem Seitenwechsel mit 3 schnellen Toren zurück ins Spiel. Der Beginn einer Aufholjagd? Nicht wirklich, doch auch wenn der Sieg der Spandauer nie gefährdet scheint, Dominanz sieht anders aus. Es geht darum, den Sack hier schnell zuzumachen. Das haben wir mit 2-0 jetzt erstmal die beiden Schritte haben wir getan, auch erfolgreich absolviert. Wie es denn ausging, war nicht so doll. Wir haben schwach gespielt heute, zwar nach vorne hin, 20 Tore ist in Ordnung. Aber 12, glaube ich, zu bekommen, das ist definitiv zu viel. Die Zuordnung hat gefehlt, die Konzentration war nicht da, der Fokus war nicht da, nicht einem Halbfinale entsprechend. Schon am Sonntag können die Wasserfreunde in eigener Halle den Sack zumachen und die Halbfinalserie mit einem dritten Sieg im dritten Spiel für sich entscheiden. Mögliche Gegner im Finale, der ASC Duisburg oder Erzrivale Waspo Hannover. Egal gegen wen. Wenn es Waspo wird, wird es Waspo und das wird eine harte Nummer. Absolut, keine Frage, genauso wie gegen Duisburg. Aber nominell auf dem Papier ist Waspo der Favorit, auch wenn wir die Hauptrunde erfolgreich als Erster abschließen konnten. Wir haben gesehen, die haben uns zu Hause geschlagen, wir konnten die auswärts schlagen. Auch das Pokalfinale ging an Waspo, also das ist eine richtige Favoritenrolle. Auch wenn wir sehr mit breiter Brust ins Finale gehen werden, ist nicht auszumachen. Hoffnung für die Zuschauer also auf ein wenig mehr Spannung in der Schwimmhalle Schöneberg.